Nachdem durchaus etwas größeren Rückschlag der letzten Baugruppe machen wir Baugruppe 29 fertig. Weiter. Wir haben da ein paar Teile abgebaut, sage ich jetzt mal. Und Schläuche nicht ganz verkabelt. In dieser Ausgabe stellst du die drei Chassis-Teile fertig und montierst den Motor und das Batteriefach. Sehr cool. Und fast ein wenig unerwartet. Erstmal auspacken, würde ich behaupten. Riesenteil. Also der Motor wird nicht ganz so sein, wie es vorgesehen ist. Aber was soll's. Wir machen einfach, wenn es fertig ist, die Motorhaube näher auf. Ne? So. Okay. Dann erstmal das Lenkding. Und das Getriebeteil. Sagt sich einfacher als es ist. Oh Gott. Es muss auf jeden Fall hier durch. Aber alles andere als einfach. Die Löcher müssen dahin, ne? Das als Referenz. Na komm. Yep. Welche Schrauben? EM. Es gibt keine EM-Schrauben. Wir haben GM und BP-Schrauben. Wahrscheinlich hätten wir die erst im vorherigen vielleicht aufbehalten sollen. Ach Gottchen, hey, soll ich denn? Ah, sorry, nein, ich habe AM. Ich brauche EM. Ja, da sind keine GBR-EM-Schrauben dabei, steht endlich angeschrieben. Überprüfe korrekten Sitzmann, drehe das Chassis um, wobei Komponenten war. Aus Ausgabe 28, ja gut. Ihr seht hier meine Schraubenbox, ne? Ah, EM, hier. 2 Stück. Nein, nicht 3, 2. So, da müssen wir okay. Dadurch doch, sie beißen direkt, sehr schön.
Kamera 1, ihr seht 100.000 kWh, das Teil ist auch mächtig schwer, muss ich zugeben. Also ich bin froh, dass ich sie am Tisch hinlegen kann. Oh Gott. Irgendwo liegt hier ein Schlauch frei rum. Der gehört wahrscheinlich hier drinnen angeschlossen. Ne? Könnte ich mir vorstellen, wo auch immer der herkommt. Aber hier wird es sich ergeben. Okay, so, da an das Batteriefach müssten auch einige gesteckt werden, aber ja, haben wir in der letzten Dings schon entschieden, letzten Baugruppe, das wird ja nichts, ne? Das war eben weiter blättern. Okay, dann geht es nur um das hintere Teil. Den müssen wir ein wenig weiter drauf stecken. Irgendwo ein freies Zäpfchen noch. Das Batteriekabel hält ja auch mehr schlecht als recht, ne? Es gibt schon unten am Motor was, ne? Hier nämlich, ne? Das ist zumindest die Debug-Kabeln, die wir theoretisch richtig angesteckt haben, auch ein wenig zumindest richtig verkabeln. Wirst du da, verdammte Scheiße, so, Hauptsache irgendwo angeschlossen. Von D2 ist noch nichts irgendwie angezeichnet. Glaube ich zumindest. Hier die Lenkstange, da bin ich auch schon gespannt drauf. Das war es aber erstmal mit dem Teil, soweit ich das sehe. Jupp, jetzt geht es nämlich hinten weiter hier. Schau gerade, ob hier noch eine Schraube ist, aber aktuell sehe ich nichts. Das Getriebe bleibt also mal so halb verkabelt. Entschuldigt. So.
Tarifkabelungen. Sind jetzt dran. Zwei AM-Schrauben und dann rundherum mit AM-Schrauben, okay. Ich mache erstmal das Batteriefach selber fest. Das ist der hintere Teil vom Fahrzeug, ne? So, das Steckteil, schauen wir, dass es einigermaßen frei ist. So, dann ist auch das angeschraubt. Ach komm. Ich glaube, der Schalter muss andersrum rein. Off und On sollten nämlich schon korrekt draufstehen, ne? Vor allem, weil das ein Teil ist, ja, dass wir dann nicht mehr umdrehen werden können, ne? Wenn man bedenkt, wo das montiert wird, schwierig, schwierig. Na komm. Und die Nummer 2. Sehr schön. So, fixiere Schalter ein, fixiere Batteriefach, drehe die Baugruppe um und setze den hinteren Teil des Chassis okay, 3 BP-Schrauben. Sie aufbringen. Ja, da beißt an. Sehr schön. Na komm.
und noch Schraube Nummer 3. Dann hier noch das Teil drauf, wozu auch immer das das ist, mit AM-Schrauben. Scheint egal zu sein, wie rum. So. Okay, das ist immer Schritt 9. Ne? Und jetzt brauchen wir 2, 3, 4, 5 GM-Schrauben, mit denen wir die zwei Chassis-Teile verheiraten. Und da ist die Nummer 5. Platztechnisch wird das langsam ein wenig ein Problem, ne? Was ist oben, was ist unten? Die Antwort ist ja, beides. Das sind zwei Metallteile, ne? So, ach du Schande. Fangen wir mit dem mittleren her an. Wahnsinn! Jetzt sieht man auch langsam, wie groß das Teil ist, ne? Und wir haben in dieser Box noch eine Baugruppe, ne? Und dann sind nur mehr zwei weitere Boxen zum Zusammenbauen. Also nochmal 9 Baugruppen jetzt in Summe noch, ne? 2x4 in den zwei Boxen, die noch sind, plus die eine, die hier noch liegt. Man merkt also langsam aber sicher jetzt wirklich die Größenausmaße von diesem Teil, ne? Hätte ich, ja, es stand zwar eh, wie groß das ist, aber man glaubte dann nicht dran, bevor man es nicht in echt sieht. Na, wir haben hier vorne die gefederten Reifen, wenn sich wer erinnert, mit der Lenkstange her. Wir haben dieses Getriebe-Motorteil eingebaut, das, naja, hält, sagen wir mal so. Na? Und sehen uns dann in der nächsten Baugruppe. Bis dann!